Hallo Leute, mein Name ist Sozialinstock und damit herzlich willkommen zurück zu Asterix und Obelix XXL2, dem wohl Easter Egg-mäßigsten Spiel überhaupt. Allein jetzt schon. Im letzten Mal haben wir das Easter Egg noch gesehen. Hier ist eine Mortal Kombat-Anspielung. Und ja, im letzten Part gab es auch Donkey Kong, Peach und Pac-Man. Also können wir uns auf was gefasst machen. Die nächsten Missionen sind gleich wieder erklärt worden im letzten Part. Hier ist sogar ein Donkey Kong Brunnen. Lol, da hat jemand aber zu viel Wasser getrunken. Und eine Eismaschine. Was ist das denn? Also, manchmal verstehe ich diese Römer nicht. Hier ist eine String, die ich noch nicht aktiviert habe. Alles klar. Da ist ein Schild. Ein weiterer Schutz für mich. Hier kommt man nicht hoch. Hier kommt man aber rein. Elektrisch geladen. Das probiere ich lieber nicht auszuschlagen. Aber hier ist eine weitere Postkarte. Gut gespielt. Hey, hier ist eine gute für Hähnchen, aber... Also, Wildschwein natürlich. Aber, komm nicht, hier sind wieder Space Invaders fahren. Wir eigentlich gleich hier oben ist ein Schild. Kann man Wandsprünge? Nee, kann man nicht. So, da müssen wir jetzt da hoch. Kamera wenden. Hier ist wieder ein Laden. Die Laden sind neu, glaube ich. Aber mehr als Sachen. Diese Sachen kann man da leider nicht kaufen, oder ich bin zu dumm, den Laden zu verwenden. Wahrscheinlich. Ach, hier ist eine Seilbahn. Komm schon, Obelix, nur Mut. So schwer bin ich nun wirklich nicht. Wenn Herr Asterix nicht zufrieden ist, kann er ja alleine zusehen, wie er das in Bewegung setzt. Komm her, Mario. Ich spiele mit dir eine Runde. Wegschmeißen. Ach ja, wusste ich ja jetzt sowieso. Du guck. So schön eine Anbindung auf die Spielgeräume. Römerchen. Komm her, Mario! Aber eben nicht. Geht mir auf die Nerven, Mario! Oh, die haut ab! Wow, war es knapp. Beine daneben. Alles klar, da oben? Ja. Ist es nicht zu kalt? Me
nächste Plattform ist frei. Hier ist ein Knopf. Danke, Idefix. Ach, hier kann man die Sprungfeder aktivieren. Was macht die Sprungfeder? Die hat mir einen Kristallhelm. Alles klar. Achso, ich muss rumwarten, bis ich zurück bin. Da gibt es kein Wenn und Aber. Einfach durch. Warum ich Asterix jetzt ziehen muss? Kannst du nicht etwas vorsichtiger sein? Mir wird gleich schlecht. Nächstes Mal steige ich auf dieses Ding und du schiebst. Gleich hast du's. Das Ende ist in Sicht. Komm her. Es geht. Und geschafft. Volltreffer. Für mich sind diese Römer etwas zu weichlich. Die sollten sich konzentrieren. Und endlich habe ich es geschafft. Hier musste ich also hin. Die ganze Zeit. Das Schieben war also, um diesen Schalter zu drücken die ganze Zeit. Ach so. Und bei diesem Liebestor öffnet sich nun die Tür. Nein. Na dann, Obelix, komm wieder her. Wir gehen weiter. Der Spieler hat es bemerkt und Obelix zu mir gespawnt, alles klar. Wie ich schon öfters sagte, es gibt mehrere dieser Tore, wo man bezahlen muss. Also, Römerhelme zusammen, es bringt Zimmer. Oh. Was ist das denn für eine Anspielung gewesen? Für ein Tier. Okay, ich muss Fackeln anzünden wieder. 4 Stück. Dann schalte ich den Boss frei, wie es aussieht. Das sieht nämlich ganz klar nach dem Boss aus. Und zwar in Form eines Minotauros. Come here.
gezaubert hat, habe ich erstmal gar nicht gesehen. Gut, Mario. Man merkt hier ein bisschen am Boxen, Mario. So fest ist er nicht so oft eingebaut. Er macht ja auch keinen Schaden. Der Vorteil. Und Ziel. Das erste Tor ist offen, das zweite Tor. Ich habe mich über 3 Kilometer weit weggeschleudert. Nicht schlecht, was? Was Herr Asterix nicht erwähnt, ist, dass er Zaubertrank trinken darf. Ja. Obelix. Aber du durftest schon in einem Film Zaubertrank trinken, also beschwere dich nicht. Von allen hier sind wieder Pac-Man zu sehen. Und dieses komische Zeichen kommt mit Sandwich schon wieder. Was haben alle mit dem? Jede Fix, was ist? Ach ja, da in dieses Tier rein. Das muss eine Rehmann-Anspielung sein. Alles klar, der Centurio ist diesmal auch wieder aufgefallen. Jetzt komm her, Centurio! Automatisch? Ja. Nee, du kriegst. Interessant, man kann Loopings machen? Was ist denn jetzt passiert? War das ein Fehler? Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Muss nochmal nach oben. Das war wohl ein Fehler. Ich hätte einfach so fahren müssen. Ohne viel Looping. Ach doch! Ich muss Loopings machen, da gehen Gegenstände. Ach du Schande. Au. Alles klar, jetzt weiß ich, wie der Hase läuft. Was machen diese Gesichter auf den Stein? Muss allerdings rechtzeitig reagieren.
Nein, ich bin an der Seite gekracht. Dammit. Das ist nicht so leicht, wie es aussieht. Komm, der Käfig! Das oben ist ein Pac-Man. Las Vegas amüsiert man sich bestens. Ich komme wieder. Puh, endlich geschafft. Entzünde diese Fackel. Die erste ist entzündet. Ab zu Obelix. Für ihn ist die nächste Tür. Asterix wird automatisch unterspringen, glaube ich. Und hoch mit dir, Obelix. In Caesars Park kann man Gegner. Wirklich seinen Spaß haben. Und ein Pac-Man. Zielflieg. Da habe ich wohl die voll falsche Taste gedrückt. Okay, kann man nicht steuern, deswegen glaub ich ihn. Jetzt schnell, bevor ein weiterer Pac-Man spawnt. Sag dich ja. Postkarte.
Nein, fast, aber ich brauche eh Wörtschwein. Dringend. Wie viele Einheiten hat bitte schön immer Caesar? Oh, come on, das habe ich jetzt völlig vergeigt. Verflixt. Lange gewartet. Na endlich! So schwer war das nun auch wieder nicht. Die Tür ist offen. Ihr seid bald am Ziel, denn hinter dieser Tür versteckt sich der Eingang zum Gefängnis, in dem euer Freund gefangen ist. Nur nicht verzagen! Im Angesicht des Feindes erkennt man wahre Größe. Außerdem soll man nie den Mut verlieren. Da fällt mir eine Geschichte ein. Ein alter Freund von mir schafft es immer wieder, in die unglaublichsten Situationen zu geraten. Jedes Mal, wenn er... Ja, Sensei. Wenn auf Seite den Beat gewonnen haben, sollen wir den auf den Mal verschieben. Wir verschieben ihn auf den nächsten Part. Damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Bleibt sozial, lasst ein Auto da und bye.